Drei spielerische Auslassungsideen für euren Spaziergang. Erstens, das Spielzeug suchen. Schnappt euch einfach das Lieblingsspielzeug eures Hundes, sucht euch etwas hohes Gras und werft das Spielzeug in das Gras. Wenn er einigermaßen verstanden hat, was ihr von ihm wollt, könnt ihr das Spielzeug auch mal etwas besser verstecken. Und euch danach auch nochmal den Fokus vom Hund holen, sodass er den Blick zum Spielzeug verliert. Und zum Abschluss natürlich nicht das Spielen vergessen, denn nur so macht die ganze Sache auch Spaß. Punkt Nummer 2, gemeinsames Lernen. Egal auf Fuß, Platz, Sitz, Steh, Rückruf oder Steadiness. Jede Übung, die ihr und euer Hund zusammen macht, stärkt eure Bindung. Und jeder Fehler lässt euch mehr zusammenschweißen. Deswegen, egal wo ihr seid, schnappt euch euren Hund und macht ein paar spielerische Übungen. Und drittens, richtig spielen lernen. Wenn ihr einen etwas jüngeren Hund habt, dann nehmt euch am besten ein weicheres Spielzeug. Sinn dahinter ist es, dass der Hund lernt, dass er mit euch spielt. Und dass ihr für ihn die Sonne im Universum seid und keine anderen Hunde. Denn mit euch kann er genauso viel Spaß haben und wenn nicht sogar noch mehr, als wenn er mit anderen rumtollt. Kleiner Funfact, im Hintergrund hört ihr schon knistern, in dem Spielzeug etwas Knisterfolie versteckt. Somit lernt der Hund jetzt schon spielerisch, dass er